Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 84. Franz Beckenbauer. Bevor die Episode anfängt, möchte ich dich noch einmal darüber informieren, dass du alle Transkripte zu allen Podcast-Episoden auf meiner Patreon-Seite finden kannst. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode. Franz Beckenbauer, geboren am 11. September 1945 in München, ist eine lebende Fußballlegende in Deutschland, deren Einfluss auf den Sport und die Gesellschaft weit über die Spielfelder hinausreicht. Beckenbauer, auch als der Kaiser bekannt, erlangte weltweit Berühmtheit durch seine außergewöhnliche Karriere als Spieler und Trainer sowie durch sein Engagement in verschiedenen sozialen Bereichen. Franz Beckenbauer begann seine beeindruckende Fußballkarriere in der Jugend des FC Bayern München, seinem Heimatverein. Sein Talent und seine Vielseitigkeit machten ihn schnell zu einem Schlüsselspieler. Als Verteidiger zeichnete er sich nicht nur durch seine robuste Abwehrarbeit aus, sondern auch durch seine Fähigkeit, das Spiel mit präzisen Pässen und einer bemerkenswerten Ruhe zu dirigieren. Sein Durchbruch auf der internationalen Bühne erfolgte in den 1960er Jahren, als er mit dem FC Bayern dreimal die deutsche Meisterschaft gewann. Der Höhepunkt seiner Spielerkarriere war zweifellos der Gewinn der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Beckenbauer, der nicht nur als Kapitän, sondern auch als Spielmacher fungierte, führte
die deutsche Mannschaft zum Triumph und etablierte sich als einer der besten Fußballer seiner Generation. Nach seiner Spielerkarriere setzte Beckenbauer seine Erfolgsgeschichte nahtlos als Trainer fort. Unter seiner Leitung gewann die deutsche Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Diese Doppelleistung als Spieler und Trainer bei Weltmeisterschaften ist einzigartig in der Fußballgeschichte und unterstreicht Beckenbauers außergewöhnliche Fähigkeiten. Was Beckenbauer jedoch weit über seinen sportlichen Erfolg hinaus bekannt und geschätzt macht, sind seine Persönlichkeit und seine Führungsqualitäten. Der Kaiser verkörperte auf und neben dem Spielfeld Fairness, Disziplin und Respekt. Sein ruhiges Auftreten und seine Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren, machten ihn zu einem Vorbild für viele Generationen von Fußballern. Beckenbauers Einfluss erstreckt sich nicht nur auf den Fußball. Abseits des Sports engagierte er sich in verschiedenen sozialen und gesellschaftlichen Bereichen. Als Botschafter für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen setzte er sich aktiv für Kinderrechte, Bildung und humanitäre Projekte ein. Sein Einsatz für soziale Belange macht ihn zu einer inspirierenden Persönlichkeit weit über die Grenzen des Spielfeldes hinaus. Die Medienpräsenz von Franz Beckenbauer war nicht zu übersehen. Sein Charisma und seine eloquente Art machten ihn zu einem gefragten Experten und Kommentator. Darüber hinaus betätigte er sich erfolgreich als Unternehmer.
Ein Beispiel für Beckenbauers offene und freundliche Persönlichkeit war auch seine Rolle als Gastgeber während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Als Cheforganisator des Turniers begrüßte er Menschen aus aller Welt. Trotz seines hektischen Lebensstils hat Beckenbauer stets betont, wie wichtig ihm seine Familie ist. Als liebevoller Ehemann, Vater und Großvater gibt er ein Beispiel für die Bedeutung von Balance im Leben. Kennst du Franz Beckenbauer? In Deutschland kennt fast jeder Franz Beckenbauer. Egal, ob man sich für Fußball interessiert oder nicht, Franz Beckenbauer ist sehr, sehr bekannt. Fußball hat in Deutschland wirklich eine große Bedeutung. Wenn also ein Fußballer besonders populär ist, dann kennt ihn wirklich jeder. Wie ist das in deinem Heimatland? Gibt es auch einen sehr populären Sportler, den jeder kennt? Schreibe es mir in die Kommentare. Hast du gut aufgepasst? Ich habe eine Frage für dich. Wie wird Franz Beckenbauer in Deutschland auch genannt? Schreibe mir den Namen in die Kommentare. Neue Vokabeln. Bevor die Vokabeln kommen, noch einmal für dich die Information. Du kannst ab sofort Mitglied auf meinem YouTube-Kanal werden und meine Arbeit unterstützen. Für Mitglieder des Podcast VIP Member Clubs gibt es jeden Monat eine exklusive Episode. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder Amei Pimplika. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt die Vokabeln. Einfluss auf. Influence on. Berühmtheit. Fame. Spieler. Player. Durchbruch. Breakthrough. Zweifellos. Undoubtedly. Wohltätigkeitsorganisation. Charity Organization. Fortsetzen. To continue. Außergewöhnlich. Exceptional.
einen klaren Kopf bewahren. To keep a clear head. Gesellschaftlich. Social. Gastgeber. Host. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Außerdem kannst du jetzt Mitglied hier auf meinem YouTube-Channel werden und tolle Vorteile genießen. Werde Teil der Learn German with Falk Community. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.